So, wie ihr seht, die Raupen sind ganz schön groß geworden und haben hier ein ganz schönes Chaos angerichtet mittlerweile. Das Futter, was unten drin war, haben sie schon ganz gut was weggefressen und auch schon ganz gut wieder was hinterlassen. Das sind diese braunen Popel oder was auch immer. Ja, die sind wirklich sehr fleißig am Bauen. Man erkennt es auch dadurch, dass alles irgendwie beschlagen, dreckig oder undurchsichtig aussieht. Das ist alles schon, was die Raupen an Netz gesponnen haben. Der kleine Fridolin, jetzt sieht man, ist nicht mehr, er war bis eben. Jetzt geht er wieder runter, wahrscheinlich, weil ich den Becher bewege. Ist schon an den Deckel gehangen und hat da fleißig weiter rumgesponnen. Also ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis sie anfangen, sich selbst einzupuppen. Aber ja, es wird spannend.